Ich komme ursprünglich aus Hannover, aber Mannheim 68 ist meine Stadt, Bro. Kann Justine mal erzählen, was sie beruflich macht? Dafür gibt's ein Küsschen, Digi. Ich habe gar keinen Bizeps. Also unabhängig davon, dass wir nichts miteinander hatten, was Fakt ist, so finde ich es einfach respektlos. Wo du irgendwo in Mexiko warst und kein Geld hattest. Ah, ja. Was war denn da? Erzähl mal. Ich glaube, ich hatte noch nicht mal so 10 Euro mehr. So richtig am Arsch gewesen. Ich bin hier verlassen und verloren und habe kein Geld. Und so richtig geheult dann auch, ne? Einfach auch mal neuen Kulturen, neuen Sachen gegenüber, alle insgesamt neuen Erfahrungen gegenüber, einfach auch mal sagen, dass das geil ist. Sie tanzt in mein Video, Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung, aber sie fehlt meine Vision. Baby Girl, komm rein for me. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibst nicht zwei von dir? Du musst dich mit, meinst du, glaube ich, mit Rastafari befassen. Die sind krass. Mein Bruder ist Rasta. Richtiger Rasta. Hattest du schon mal Kontakt zu Xavier? Yes, sir. Wieso geht der nicht an den Strand? Weil du arbeitest wie ein Tier, ey. Ich war heute Morgen am Strand übrigens. Ich war gestern am Strand, aber auch ungeplant. Und weil ich ich habe einen Blog gemacht auch. Ich war nicht da zum Chillen. Voll cool. Ich war heute Morgen kurz, das war richtig schön. Ich war aber auch nur eine Stunde oder so, ne? Und dann war ich noch was essen. Also ich war echt nur eine Stunde und es hat voll reingehauen. Das war cool. Weißt du, manchmal so einen kurzen Moment morgens vor allem zu gehen, ist sehr erfrischend, das Wasser noch schön kalt. Ja, wa? Mhm. Also die Frage wird jetzt so oft wiederholt. Nein, musst du nicht. Das ist so eine Provokation. Ach so, ich dachte, das ist ein Zeichen. Nee, ich glaube, ja, das musst du wissen. Aber Gemmo ist jetzt am Start. Gemmo hat den jetzt Timeout gegeben. Für 300 Sekunden. Küss dein Herz, Gemmo. Fürs Lachen. Was war noch? Kampfsport habe ich noch nicht gemacht. Nee, wird wahrscheinlich bald kommen. Ich muss auf irgendwas einschlagen, ja? Schau, ich sag doch, wir sind Brüder. Real recognize real. Rasta it in, ja? Ja, Mann! Skrrr! Rastafari, Bro. Vielleicht ist es ja mein Bruder, der sich hinter irgendeinem Namen versteckt. Warst du mal im KitKat-Club in Berlin? Ey, ich war da mal einmal, ne? Einmal war ich im KitKat-Club. Das ist nichts für mich, Freunde. Ich war da mal vor, oh, das ist so viele Jahre her. Ich weiß gar nicht, 10 Jahre her oder so. Da war ich auch nur, weil eine Freundin von mir da rein wollte. Und das ist so ein richtig krasser Club in Berlin, wo die auch Sex haben und so, die Leute drin. Ich weiß. Richtig krass. Ist auch nicht, überhaupt nicht mein Ding. Alle auf Drogen und total irre irgendwie. Aber es ist crazy. Also es ist wirklich verrückt irgendwie. Es ist nicht meine Welt auch. Es ist zu krass einfach. Oh Mann. Warst du da mal? Nee, ist nicht mein Ding so. Ja, ist auch verrückt. Kommst du aus Mannheim oder Heidelberg? Ich komme ursprünglich aus Hannover, aber Mannheim 68 ist meine Stadt, Bro. Da habe ich am meisten so, da fühle ich mich am meisten wie zu Hause. Es fühlt sich wie mein Zuhause an. Da habe ich auch das erste Mal eine eigene Wohnung gehabt. Da bin ich auch richtig zum Mann geworden und so. Also Mannheim ist meine Stadt, Bro. Ma City. Wie findest du den aktuellen Song von Flair und Hengst? Ist geil. Fühl ich. Kann Justine mal erzählen, was sie beruflich macht? Zurzeit? Ja. Zurzeit ist ein bisschen. Kannst du auch ignorieren, das Thema? Nö, ich kann das auch sagen. Ist kein Ding. Also beruflich, wenn man das so nennen kann, ich vermiete halt immer mein zweites Zimmer. Das war, also ich war mal Airbnbler, ja. Ich hatte mal ein Haus angemietet und das war mein Job und deswegen habe ich dann, also ich habe das Haus nicht mehr seit Corona war und dann habe ich mal mein zweites Zimmer vermietet auch. Das gehört so ein bisschen mit zu meinem Job, sage ich mal. Aber eigentlich habe ich jetzt Recruiting gemacht. Das heißt, ich habe Leute gesucht im Internet und so weiter, um ihnen einen Job zu vermitteln, im Recordings und so und Schreibtexte, das habe ich jetzt gemacht. Und davor habe ich Dropshipping gemacht. Also ich mache immer mal irgendwas, weil das, was ich früher gemacht habe, wie gesagt, Airbnb-Host und Promoter auf Malle habe ich auch gemacht für einen Tattoo-Shop, für meine Freunde quasi. Ich liebe das auch, die Arbeit. Ich würde das auch bis heute immer noch gerne machen. Aber seit Corona mache ich das ja alles nicht mehr. Das heißt, zurzeit muss ich zusehen, was ich mache. Eigentlich wollte ich jetzt Recruiting weitermachen, ist aber alles noch ein bisschen wackelig, sage ich mal so. Ich habe gerade kein stabiles Einkommen, deswegen muss ich immer zusehen. Ja, ist ein bisschen schwierig, muss ich echt sagen, blödes Thema eigentlich. Aber ich finde immer irgendwie eine Lösung. Ja, mal gucken, ich bin gespannt. Ich bin gerade in der Findungsphase auf jeden Fall. Überlege gerade hart, was ich machen soll. Ich könnte auch Touren verkaufen und so, ne? Habe ich auch überlegt, ob ich das mache. Gerade weil ich viele Nachrichten bekomme von Leuten, die nach Mexiko kommen. Muss ich mal schauen. Wieso nur 360 Zuschauer? Was ist das für eine Frage? Ja, 360 Zuschauer sind Bombe. Also ich finde 360 Zuschauer sind mega. Das sind viel, ne? Eigentlich. Ja, Bro, live?
so konstant 300 Zuschauer, also meiner Meinung nach 100, 200 Zuschauer sind schon krass. Finde ich auch. Auch bei Twitch oder so. Da, du, bei Live ist es nicht das Gleiche, wie wenn du ein Video hochlädst oder so. Mhm. Weil Live, wenn dich einer mitverfolgt über Stunden, dann musst du da schon, das ist nicht so, also das machen nicht viele. Ja, das stimmt. Oh shit, Bro, Son Wukong wieder 10 Euro. Du hast es doch verdient, ich bin dankbar fürs Leben. Geteilte Dankbarkeit ist doppelte Dankbarkeit. Im Grunde schenke ich dir nur einen weiteren Grund, dankbar zu sein. Fühlt euch gedrückt. Ich küsse dein Herz, Digga. Voll geil, ne? Mhm. Voll süß, ja. Dafür gibt's ein Küsschen, Digi. Justin, zeig mal Bizeps. Justin, ich stimme dir zu. Zeig mal Bizeps. Justin, ich stimme dir zu. 100% so. Leon hat eine brutale Stimme. Ich habe gar keinen Bizeps. So ein bisschen nur, guck, so minimal. Aber ich trainiere auch ein bisschen, ne? Also ich trainiere regelmäßig sogar. Digga, das kann ich nicht vorlesen. Ich küsse dein Herz, danke für den Support, aber was ist das für eine Frage? Sei bitte nicht so respektlos. Was, du musst deinen Bezug zu Frauen definitiv ändern. Ich war früher auch immer so ein Spasti, ne? So ein Vogel, der gedacht hat, dass Frauen nur für das eine da sind und dann auch so eine Sachen gesagt und geschrieben oder gespreadet hat, so. Aber mach das nicht. Das ist disrespectful gegen alle Frauen, meiner Meinung nach, wenn du stellst, hast du ihr gegeben? Was ist das? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde das voll scheiße. Also unabhängig davon, dass wir nichts miteinander hatten, was Fakt ist, so finde ich es einfach respektlos. Derselbe Typ sagt, war nur Spaß, Bruder, entspann dich, gönnt euch McDonald's. Bro. Ich küsse dein Herz, danke für den Support, man. False of the realness, motherfucker. Man kann hier auch ewig bleiben, ne? Ja. Ja, gerade du. Ich bin bist auf Insta schon 18 Stunden live mit 2 Zuschauern. Tatsächlich. Ne, auf Instagram habe ich ja wenig Zuschauer, vielleicht 20 Stück oder so. Muss irgendwas machen, das habe ich gestern, aber ja, das ist schön, aber das muss man irgendwie auch dann doch zu deinem Vorteil nutzen können, Dicker. Aber ich baue mir das jetzt auf, einfach. Ich gehe einfach immer mal live für ein Jahr. Und dann gucke ich mal, was passiert. Weißt du, nach einem Jahr? Nee. Ja, wie? Ich soll doch am Ball bleiben, dachte ich. Ja, aber Instagram Live bringt da nichts. Doch, mir bringt das viel. Also, obwohl. Finanziell? Doch, die Bindung. Finanziell? Ja, vielleicht auch Sprechen üben oder so? Ich weiß es nicht. Kannst doch gut sprechen. Du musst Sprechen üben. Du bist ja. Sprechen sein Vater, Alter. Nee, aber ich meine noch, also ich will richtig Sprechen üben. Wirklich, so richtig selbstbewusst sprechen lernen. Kannst du doch. Ja, aber noch besser. Ich kann schon, aber ich verplapper mich auch viel und rede viel um den Brei rum. Alter, von 3 Stunden verplapperst du dich einmal, zweimal. Aber ich rede viel um den Brei rum. Ja. Siehst du? Ja, aber das liegt nicht an deiner Sprechqualität. Das liegt, weil du deinen Fokus manchmal halt von 1000 Themen, so weißt du, das liegt einfach nur an deinem Fokus. Du musst dir einfach nur vorstellen, okay, heute rede ich nur über das Thema und lass mich nicht ablenken. Stimmt. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ja, ich muss mal gucken. Aber das Ding ist... Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Vielen Dank für die Inspiration. Danke für die 2 Schweizer Franken. Ich küsse dein Herz, Digga. Bleib noch ein bisschen. Lohn ist da, sagt der Son Wukong. Nee, Bro, das ist mir jetzt mittlerweile so angenehm. Ich gehe jetzt einfach offline, weil du zu viel spendest, Bro. Mag ich nicht, Digga. Ich kann damit auch nicht umgehen, so. Wenn einer zu viel Liebe da lässt, so. Ich kann auch nicht so richtig krass mit Komplimenten umgehen. Und wenn einer zu viel jetzt so. Hör auf! Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, geh auf YouTube live oder mach irgendwas YouTube oder auf Twitch oder so. Dass Leute dir auch spenden können, dass Leute donaten, abonnieren können und so ein Shit, weißt du? Ja, vielleicht kann ich das mal ausprobieren, aber bei mir wird das ewig dauern, bis ich Leute auf YouTube habe. Weißt du? Das wird, glaube ich, lange dauern. Ja, aber das habe ich dir jetzt auch schon 8-mal gesagt. Unterschätzt es nicht, dass wir gerade auch oft zusammen zu sehen sind und dass meine Community dich auch die ganze Zeit sieht und ich jedes Mal dann erwähnen kann, dass du auch einen Kanal hast und die Leute dann darauf gehen können. Hm. Ich habe dich bei jedem Vlog, den wir gemacht haben, in den ersten Link in der Beschreibung, ist dein Instagram. Eigentlich muss ich was mit meinem Instagram aber machen, ne? Nee, Instagram, also da kann ich dir wenig Tipps geben, weil ich bin kein Influencer. Hm. Instagram war bei mir immer bis jetzt die schlechteste Plattform. Stimmt. Ich habe da gar keinen, also ich lege lieber einen Fokus auf so echte, konsistent, also für mich ist YouTube und das alles okay, irgendwie echter so. Ja. Für mich ist das irgendwie alles so, ich weiß nicht, Instagram ist so kommentieren und... Ja, stimmt, hast du auch recht. DMs schreiben und so ist geil, aber ich kann das nicht richtig ernst nehmen auf Insta. Mm, ja, ich verstehe dich. Aber ja gut, aber wenn ich jetzt auf YouTube live gehen würde, hätte ich wahrscheinlich wirklich nur 2 Zuschauer, weißt du, wie ich meine? Das wäre echt. Ja, das muss man sich halt aufbauen. Auf Twitch am Anfang hatte ich auch nur 10 Zuschauer. Ich war zwar ein bekannter YouTuber so, ja okay, 50 waren es schon,
aber gut, das ist ja auch schon was. Ich war zwar ein bekannter YouTuber, aber das musste man sich auch erstmal. Dann habe ich Interviews gemacht mit anderen Leuten auf Twitch, sodass ich ein bisschen Reichweite gekriegt habe und so hat sich das dann hochgeschaukelt. Mhm. Das ist aber auch dieses konsequente Abliefern halt, ne? Mhm. Ja. Jeden Tag online gehen, jeden Tag machen, tun, dann wirst du schon da eine gewisse Reichweite kriegen. Und ich glaube, Twitch ist halt auch, die supporten auch gut mit Anzeigen und so, weißt du? Mhm. Also die zeigen, wenn du neu bist und gute Titel auswählst, zeigen die das auch an, so, dass da jetzt jemand Neues am Start ist, so, weißt du? Ja, der eine hat mir gesagt, da gibt es auch die Kategorie Beaches und Pool und so. Hier, re.b. sagt Justine, mach einfach, ohne groß zu überlegen. Das ist, ja. Ich mache ja jetzt schon viel, ne? Ist ja nein. Nicht, dass ich mache auf jeden Fall viel Instagram schon mal. Ja, aber das bringt nichts. Ja, aber dann, ja, okay, das weiß ich ja nicht. Ich könnte dann zu meinen Instagram-Leuten sagen, hey, komm drüber auf YouTube vielleicht. Ja. Weißt du, das könnte ich machen. Aber erstmal jetzt mal. Du brauchst irgendwas. Was mit konsistent, du brauchst irgendwas, was Sinn macht. Instagram-Videos live zu geben bei Instagram und das dann da zu lassen, bringt nichts. Ja, aber die Leute lernen mich kennen und die kommen dann rüber, wenn die mich mögen. Ich weiß, aber es lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Das kann, für mich ist Instagram so ein Tool. Hm. So ein Spaßtool irgendwie, aber ich sehe das auch falsch vielleicht, weißt du? Weil mit Instagram kann man auch schon Money machen man und mit Sponsoren und so. Aber ich sehe Instagram mehr als so, das ist so umsonst einfach meinen Lifestyle teilen. Leute, wenn Bock haben, sollen reinschauen. Leute, die keinen Bock haben, sollen nicht reinschauen. Und dann nehme ich halt, versuche ich halt eine Plattform irgendwo aufzubauen, die halt auch langfristig Sinn macht, wie ein YouTube-Kanal oder ein Twitch-Kanal oder irgendwas so richtig mit Hand oder eine Musikkarriere mit Spotify und so. Also irgendwelche Kanäle und ich finde, das fehlt bei dir halt komplett. Du machst halt alles nur auf Instagram. Instagram ist da für mich so das Wenigste, was Sinn macht. So. Das Einzige, was bei mir Sinn machen würde, wenn ich es mache, wären halt, wenn ich die Leute nehme, die mir anschreiben und Touren verkaufe. Weißt du, wenn ich dann die nehme und Geld mache damit, indem ich denen was ja, verkaufe, genau. Aber wenn ich ihnen nichts verkaufe, das stimmt, das macht keinen Sinn. Ich meine, ich habe ja einen YouTube-Kanal, ich könnte auch auf YouTube was machen, aber ich komme ja immer nicht richtig klar mit den ganzen Techniken. Okay, dann gib alles Sachen. Justine, dann kann sie auch mal gefrorene Mangos leisten. Gefrorene Mangos habe ich, hast du, haben wir nicht letztens darüber mal geredet, über gefrorene Mangos? Ja. In deinen Videos? Ich habe gesagt, in Deutschland sind die teuer. Ach so, ja, hier nicht, ne? Ach, bei Essen muss ich sagen, da ich gebe das meiste Geld ja immer für Essen aus, aber ich könnte mir dann zum Beispiel mal leisten, nach Deutschland zu fliegen. Weißt du, und zurück, das kann ich nämlich zum Beispiel überhaupt nicht. Oh Mann, Freunde, das ist auch kein Dauerzustand gerade bei mir. Deswegen, ich bin gerade in der Phase, wo ich auf jeden Fall, aber ich glaube, ich bin kurz davor, so das zu erkennen. Ich meine, Leon ist ja auch nicht umsonst hier eingezogen. Weißt du, wie ich meine? Irgendwo, ich glaube, alles hat einen Sinn. Und ich glaube auch, dass wir uns irgendwie angezogen haben. Weil das war so offensichtlich, dass ich Leon, also das ist nicht normal, dass wie wir uns begegnet sind immer wieder und dass du jetzt hier bist bei mir. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen. Ja, ich glaube, dass auf jeden Fall, dass ich mehr positive Vibes am Start brauche gerade, weil ich hier voll auch Menschen vermisst habe, die an meiner Seite sind oder mit denen ich auch ab und zu mal bin und einfach gute Vibes habe. So. Mhm. Und du, glaube ich, ich soll dich motivieren, irgendwas zu machen, ja. Social Media, Öffentlichkeit, Geld zu verdienen, irgendwie sowas. Ja, weil wenn ich das sehe, was der Leon hier macht, dann beeinflusst mich das ja, ob ich das will oder nicht. Mhm. Ne? Und ich gucke mir das natürlich ab. Und es ist einfach so, die Menschen, mit denen du dich umgibst, die beeinträchtigen, die beeinflussen dich immer. Safe. Das ist halt ein guter Einfluss für mich, mit Safe. Dir zu wohnen. Ne? Safe. Das ist definitiv kann ein ohne Grund. Und ja, also ich bin gespannt, was kommt. Ich denke mal, ich finde meinen Weg schon hoffentlich bald, aber... Ich sag halt, fang an, mit irgendwas zu machen, so. YouTube. Ja, wenn du halt live gehst, dann geh halt vernünftig live, weißt du? Geh nicht vernünftig? Ja, vernünftig, nicht auf Instagram, sondern irgendwas, irgendeine Plattform, die Sinn macht, so. Hm, verstehe. Weil ich habe gemerkt gestern, ich habe mir gestern ein Live-Video im Nachhinein nochmal reingezogen und das ist schon cool. Also ich konnte mir das reinziehen und das ist nicht oft so. Dass ich mir Sachen, Live-Videos oder so lange geben kann. So. Hm. Oft kriege ich dann so einen komischen Cringe-Faktor oder irgendwie fühle ich dann nicht mehr oder gehe mir auf den Sack. So. Ja. Aber bei dir, so, du hast mich bei der Stange gehalten. So. Das ist voll cool. Das ist schon viel wert, gerade wenn man so die ganze Zeit mit sich alleine und gerade bei ich bin ein richtiger Skeptiker und richtig so, gerade bei Leuten im Internet, jetzt ohne Scheiß, ja. Ich kann mir da wenig reinziehen. Das ist ein Kompliment. Das ist ein sehr großes Kompliment. Boah, heftig, danke. Deswegen mach es vernünftig. Ja. Also pack das irgendwo wirklich hin, das wäre geil. Wenn du es irgendwie auf YouTube packst oder auf Twitch oder irgendwo hinpackst, wo es halt auch noch schön ist, gute Quali ist ein bisschen und so, nicht nur so ein kleines Handyvideo. Wie machst du das mit der, du schließt die Kamera, ich weiß gar nicht. Ja, das ist voll kompliziert. Musst du mir mal erklären, wie das gehen könnte. Du brauchst halt ein, zwei Gerätschaften so, ne? Ah. Ja, dann geht das nicht mit einem Laptop? Ja. Ich habe einen Laptop zum Beispiel. Mit einer Kamera auch drin, wa? Ja.
Mike wäre ganz geil. Hast Mike habe ich ja auch. Ja, dann so ein Mischking brauchst ja, du halt. Für das Mikrofon, ja. Ja. Hab ich. Das kannst du auch am Laptop anschließen, oder was? Ja, ja. Ja, okay, dann ist, hast du eigentlich alles da. Ja. Ey, Alex Blitz ist am Start. Ich küsse dein Herz, Bruder, mit 2 Euro. Wie geht's dir, Bro? Wir haben vorhin auch schon ein paar Nachrichten hin und her geschickt. Das ist der Videographer von Heist im Club. Wo? Hier. Ach, cool. Geil. Geiles Video auf jeden Fall. Ja, Mann. Bester Mann. Justine, lass Social Media für Leon. Dein Weg ist ein anderer und das weißt du eigentlich. Aber für dich sind eher Face-to-Face-Interaktionen. Face-to-Face-Interaktionen? Haut's? Ich sage, Justine muss auf jeden Fall online auch was machen. Alex Blitz, Döner auf Nacken, ich küsse dein Herz, Bro. Aber danke für den Support auf jeden Fall, Son Wukong, ja. Weh schon wie das Love. Also ich glaube doch, Social Media ist schon mein Ding, sonst hätte ich das auch nicht so lange immer gemacht. Und jeder hat mir das immer gesagt auch. Lass dich auch nicht immer zu viel lenken von Leuten, die dir sagen, das passt zu dir und das ist nicht zu dir. Ich glaube, du weißt schon selber, was zu dir passt und was nicht. Voll. Man merkt es ja auch. Ey, erzähl mal noch eine, guck mal, bevor wir offline gehen, und wir gehen jetzt gleich offline, glaube ich, weil es schon jetzt wieder 2 Stunden, 20 Minuten. Du gehst doch manchmal 4 Stunden online, ne? Naja, ist ein bisschen übertrieben. 3 war ich schon, aber 4 nicht, nee. Lass mal einen Daumen nach oben da, Freunde, was ist da los? Ja, was wolltest du gerade sagen? Die Story, die du gestern erzählt hast. Welche? Wo du irgendwo in Mexiko warst und kein Geld hattest. Ah, ja. Soll ich dir nochmal erzählen? Was war denn da? Erzähl mal. Okay, ich habe gestern eine Geschichte erzählt und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Weißt du das noch? Welches das Thema war? Entweder, ob Mexiko gefährlich ist oder, ja, ich glaube wegen mexikanischer Kultur und so. Und ich habe halt gesagt, dass die Mexikaner hilfsbereit sind und dann habe ich, also ich habe ein Beispiel genannt. Okay, die erzähle ich jetzt mal, die Geschichte. Ich bin vor 2 Jahren, habe ich meinen Rucksack genommen, da hatte ich Hardcore-Liebeskummer, es war richtig schlimm, ich war in Kuba gewesen mit meinem Ex-Freund und dann war ich völlig zerstört, bin ich zurück nach Cancun gekommen, war voll mies drauf, richtig traurig gewesen und dann habe ich mir gedacht, Justine, du musst jetzt einfach mal raus. Fahr irgendwo hin. Ja, hab dann meinen Backpacker genommen, also 20 Kilo auf den Rücken und ich wusste noch nicht mal richtig, wohin ich fahren soll. Ja? Und dann bin ich im Bus, ne, zum ADO-Bus gegangen und dann bin ich nach Tuxtla gefahren erstmal, also nach San Cristobal. Das ist auf dem Weg nach Puerto Escondido. Das war so mein Endziel. Ich war mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich hatte das so im Kopf. Ne? So, und ich bin nach Tuxtla gefahren und ich weiß noch, irgendwas war passiert mit meiner Karte. Meine Karte ging nicht mehr. Ne? Also ich hatte kein Geld mehr. Ich hatte wirklich so gar kein Geld mehr. Ich glaube, ich hatte noch nicht mal so 10 Euro mehr. So richtig am Arsch gewesen. Und dann stand ich mit meinem Rucksack mitten in dieser Stadt in Tuxtla. Wie kam das dazu aber? Dass ich keine Karte hatte? Ja. Yeah. Ich weiß nicht mehr. Meine Karte ging nicht mehr. Also ich war am Arsch, weil ich hatte... Du wusstest es vorher aber nicht, oder was? Nee, keine Ahnung. Ich war kein Bargeld gehabt und die Karte ging nicht. Scheiße. Ja, irgendwie scheiße gelaufen halt von Universum. Dann denkst du, what the fuck? Und du stehst da, überleg mal, du stehst einfach alleine in einer fremden Stadt in Tuxtla. Und du denkst dir, du hast kein Geld. So, dann hat mir meine Mutter, was ja auch gar kein Problem ist, per Western Union Geld gesendet. Und dann hatte ich meinen Reisepass, geht das so? Yeah. Ja, hatte ich meinen Reisepass auf jeden Fall ja dabei, bin dann, hier Western Union, weißt du, Oxxo, Walmart und so, sind überall so Zeichen, ne? Bin dahin mit meinem Ausweis und habe nirgendwo Geld bekommen. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, Alter, Warum? Fuck. Das ging nicht. Die haben immer gesagt, das geht nicht. Hier, du musst da und da hin. Dann bin ich immer woanders hin. Immer, wo die gesagt haben, ich soll da und da probieren, bin ich dann hin. Und dann hat es immer noch nicht, also es hat nirgendwo funktioniert. Ja, das ist das Ende von Lied. Ich dachte mir, what the fuck? Und dann irgendwie, letzte Station war dann so ein komisches Einkaufscenter. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Name ist von dem Laden. Sowas wie Galeria Kaufhof oder so. Whatever. Ich war dann da mit meinem Reisepass wieder, wollte dann Geld bekommen und es ging einfach wieder nicht. Die haben irgendwie gesagt, nee, gar nicht. Ich glaube, das war wo die gesagt haben, dass es nicht ging. Mann, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging es wieder nicht und ich habe dann geheult. Ne? Also ich habe dann echt gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass ich, Western Union ist ja für Notfälle, ne? Also es ist ja wirklich der absolute Notfall, wenn jemand so Geld sendet. Und ich konnte das Geld nicht holen. Und dann habe ich geheult. Ich habe das so für meine Lebenserhaltungskosten genutzt. So. Ich habe mir einfach immer... Also ich weiß gar nicht, ist egal. Ich habe mir es auf jeden Fall immer selbst geschickt. Einfach so für hier. Naja, auf jeden Fall. Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will es gar nicht so lange machen. Ich habe geheult. Ich war am Boden zerstört. Mach mit meinen... Erzähl ja? Ruhig locker. Okay. Ich war am Boden zerstört mit meinen Nerven, wurde auch sehr laut. Ich war richtig wütend. Ich habe gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass mir hier keiner Geld gibt.
Ich bin am Arsch, habe ich gesagt. Ich bin hier verlassen und verloren und habe kein Geld. Ich kann nirgendwo mit dem Bus hin und ich komme nirgendwo ran. Was soll ich machen? Und so richtig geheult dann auch, ne? Also ich weine auch selten, aber da, ich war so wütend einfach, dass mir kein Mensch hilft, so mäßig. Und dann stand da so ein Mädchen neben mir und das war so mein Engel, ne? Also das meine ich wieder, es gibt immer für alles eine Lösung. Also dieses Mädchen stand da neben mir, also junge Frau, sage ich mal, und hat gesagt, was ist los? Und ich so, ja, ich krieg kein Geld. Und sie so, ja, komm, wir helfen dir und so. Da, komm mit mir mit, ich bring dich wohin, ich kann dir helfen. Und dann sind wir runtergegangen zu ihrem Auto. Und also ihr Mann war dann da, der war Taxifahrer. Mhm. Und die Oma war noch mit dem Auto, noch ihre zwei Kinder. Also das Auto war richtig vollgepackt mäßig. Wir haben uns da so reingequetscht. Ne? Und du bist dann einfach in das Auto eingestiegen. Bin dann in das Auto eingestiegen. Das ist ja auch nicht normal. Naja, ich hatte doch ein Vertrauensgefühl mit ihr. Ne? Doch, sie war so voll die Liebe eigentlich. Naja, wie auch immer, er war Taxifahrer. In Mexiko, auch. Weißt du, wie ich meine? So, Taxifahrer hin oder her. Okay. Wenn die Bock haben, entführen die dich. Ja, gut, da würde ich niemals so, dran denken. So, ich würde auch nie dran denken. Ich würde es wahrscheinlich auch machen. Ich würde niemals. Aber ich frage halt kritisch nach. Ich bin jetzt mal ein kritischer Interviewer. Okay, ja, ist auch in Ordnung, ne? Aber ich. Weil das denken wahrscheinlich viele auch drüben. Stimmt, kann die das machen? Kann sein. Ich gehe immer nach meinem Gefühl. Das heißt, du hast kein Geld gekriegt, du warst in Western Union am Rumholen, du wolltest wohin? Nach dieses Escondido? Nach Escondido wollte ich fahren. Ohne Geld? Nee, mit Geld. Aber ich brauchte ja, meine Karte ging ja nicht. Ja, aber warum bist du dann nicht zurück einfach? Wohin? Nach Cancun? Yeah. Ich war ja in Tux da. Ich hatte ja kein Geld, um irgendwo hinzufahren. Ich hatte ja auch kein Busticket. Aber du wolltest trotzdem nach diesem Porto. Ja, ich hatte ja dann Kohle. Wie? Also meine Mutter hat mir ein Geld gesagt, ich hatte ja Geld auf dem Konto, nur meine Karte ging ja nicht. Weißt du, wie ich meine? Aha. Ich wollte ja eh nach Puerto Escondido fahren. Wie bist du dann an Geld rangekommen? Das habe ich gestern in deinem Livestream auch nicht verstanden. Ach so, habe ich das nicht erzählt? Doch, hast du nicht? Doch, das Mädchen ist da mit mir dahin gegangen, wo das dann ging. Das hast du in deinem Livestream nicht erzählt. Echt? Du hast erzählt, dass das Mädchen dich an den Busbahnhof gebracht hat und dir noch Geld für ein Ticket geben wollte. Nee, dann aber irgendwie Nein gesagt hast oder irgendwie so. Das war so, sie hat mir geholfen, dass ich dann an eine Stelle kam, wo ich dann Geld bekommen habe von Western Union. Siehst du, ich glaube, deswegen will ich auch, dass du die Story nochmal erzählst, weil das hat mich gestern auch voll getriggert. So. Scheiße. Ich gucke dieses Live und ich denke so, da fehlt doch jetzt irgendwas. Wie hat die denn jetzt dieses Busticket gekauft bei diesem Ado-Bus, wenn die kein Geld hat? Also haben die Mexikaner ihr jetzt Geld gegeben oder wie war das so, weißt du? Das Ding, also das Ende vom Lied war, ich hatte dann Geld bekommen, ne, die hat mir halt geholfen und die haben mich dann später zum ADO gebracht, dass ich halt dann weiterfahren konnte und er war halt offizieller, jetzt macht das Sinn. Ja, und er war offizieller Taxifahrer und dann wollte ich natürlich seine Dienst, ihm noch Money geben, ich wollte ihm natürlich Geld geben, weil die mich da rumgefahren haben, es war ja seine Zeit, plus die hat mir noch angeboten, dass ich da bei dem pennen kann und dass sie mich irgendwo hinfahren noch und bla und blub. Da habe ich gesagt, nee, alles cool, ich will einfach nur jetzt, ne, weiter nach Puerto Rico, vielen Dank, ich gebe euch Geld. Und die wollten kein Geld nehmen und die haben auch kein Geld genommen. Also sie haben kein Geld genommen, kein Geld von mir. Und das waren so eine, das war ja keine reiche mexikanische Familie, weißt du, das sind einfach auch so ganz normale Menschen, wahrscheinlich auch arm. Und die wollten kein Geld von mir haben und das fand ich halt so krass, weil da hast du gesehen, die wollten mir wirklich nur helfen, obwohl die sehen, ich bin halt so Gringo-mäßig, die hat Kohle. Weißt du, weil oft hat man das Vorurteil, gerade die Deutschen, die suchen ja immer so die Skepsis und so, die würden dann denken, die helfen mir nur, weil die wollen mich am Ende abziehen oder die wollen am Ende dies und jenes von mir. Aber nein, das stimmt nicht, die haben mir einfach geholfen. Ey. Und das war richtig schön, die Geschichte. Die haben mir den Arsch gerettet, weißt du, ich meine. Und dann bist du darüber gefahren? Dann bin ich nach Puerto Escondido gefahren und dann war ich ja einen Monat auf Reisen durch Mexiko. Also ich bin erstmal nach Mazunte, dann nach Puerto Escondido, hab nie was vorgeplant, immer von heute auf morgen geguckt. Mit Rucksack oder was? Ja, mit Rucksack. Da hast du nicht mal ein Auto gehabt, ne? Nee, da hatte ich auch noch kein Auto. Nee, noch nichts. Und das war auch meine erste Reise alleine, ich habe sowas noch nie vorher gemacht, alleine irgendwo hinzureisen mit einem Rucksack und gar nicht zu wissen eigentlich, wo ich wie lange bleibe. Ich bin dann am Ende einen Monat geil, Digga, das müsste ich eigentlich auch mal machen, ja? Das war voll lustig. Das würden die Community-Vibes bestimmt voll krass feiern. So. Das war lustig, ja. Das war cool. Ich habe ich habe erstens mich selber therapiert extrem, weil hatte einen harten Liebeskummer. Ich hatte einen richtigen, also es war schon ein traumatisches Erlebnis mit meinem Ex-Freund, muss ich echt sagen. Da sind Sachen passiert. Einfach so enttäuschend für mich gewesen. Die Story kann ich auch irgendwann mal erzählen, aber es war so enttäuschend einfach. Und ich habe mich selber so geheilt in dieser Reise, muss ich echt sagen. Es hat mir sehr gut getan. Ja. Geil. Und die ganzen Menschen, denen ich begegnet bin, ich habe so diese ganze Liebe von diesen ganzen Leuten, das war einfach wundervoll. Es war so richtig magisch. Diese Reise war, glaube ich, auch die wertvollste Reise, die ich je gemacht habe. Für mich. Mhm. Weißt du? Für meine Entwicklung, sage ich mal, meine persönliche. Mhm. Ja. Ich will mal ganz kurz sagen, Gemmo, bitte kontrollier mal den Chat oder Jonas, wenn ihr da seid, löscht mal so komische Nachrichten einfach raus. Ich möchte einfach auch mal, dass wir irgendwann hier einen Chat haben, der nicht unter eine Gürtellinie geht oder irgendeine Scheiße reinschreibt. Bitte.
Warum? Und wenn einer noch Moderator sein will, dann bewerbt euch bitte bei mir. Schreibt mir bei Instagram eine DM oder so mit Moderator, Hashtag Moderator. So, dass wir hier eine vernünftige Diktatur aufbauen. Ey, aber auf jeden Fall krass, ja, viele sagen krasse Story und so. Krasse Geschichte, Hut ab und so. Ich hätte ihr auch geholfen. ABX, danke für den Support, Bro. Danke für dein Herz auf jeden Fall. Aber krass. Ja. Krass auf jeden Fall. War auf jeden Fall eine krasse Story und das zeigt halt, also. Aber das ist auch Fakt. In Miami hat ein Obdachloser am Ende mir das Geld gewechselt, so. Weißt du? Mhm. Ein Obdachloser. Das habe ich erst 2 Tage später gesehen, dass er auch ein Obdachloser war, weil der sah eigentlich ganz normal aus. Mhm. Aber der hat mir das Geld gewechselt, so. Und ich stand vor dieser Bank und ich habe einen Dude gefragt in unserem Alter, der eigentlich auch fresh aussah, und der hat einfach Nein gesagt. So, ich sag, Bro, ich gebe dir das jetzt hier in Bar. Du gehst nur rein, wechselst es in Dollar um und gibst es mir wieder. Das wird nicht mit deinem Account, gar nichts wird da irgendwie mitgemacht. Du musst einfach nur jemand sein, der hier einen Account hat, damit du wechseln darfst. So. Mhm. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Mhm. So. Bro, und dann siehst du wieder die Leute, die eigentlich viel weniger haben, mich auch abziehen könnten und was weiß ich nicht alles machen könnten, helfen dann so. Die sind halt, also meiner Meinung nach, empathischer. Weißt du, Menschen, die selber Probleme haben und so, die fühlen sich halt rein, mhm, und die wollen dir halt helfen. Plus, die sind auch nicht so geizig, gierig, neidisch, haben so Ängste. Weil die Deutschen, sage ich mal, die haben immer halt Angst um, das habe ich gestern gesagt in meinem Live, das finde ich ganz wichtiger Punkt, die Deutschen sind keine schlechten Menschen, nur sie vertrauen niemandem und sie haben immer Angst. German Angst. Ja, aber ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht. Also wie gesagt, die Ängste, Leute, und dafür kann ja auch keiner was. Das passiert einfach durch, wie gesagt, Medien und so weiter. Wenn du immer nur negative Dinge liest und das Gefühl in dir hast, diese Angst halt, die tut sich auf allen Dingen auswirken. Weißt du, wie ich meine? Und ich habe jetzt voll irgendwie den Faden verloren. Aber ihr wisst, was ich sagen wollte, denke ich mal. Ne? Dass das ein entscheidender Punkt ist, dass die Menschen leider die Hilfe oft nicht annehmen können von anderen Leuten, weil sie schon Angst haben, dass sie ausgenutzt werden oder irgendwelche komischen anderen Skepsis wieder durchkommt. Ja, ja. Sinnlos, einfach unnötig, weißt du? Vertrauen, ja, ist wichtig. Ein bisschen Vertrauen zu, ja, haben, nicht vor naiv allen auch sein. Neugier, aber mal, einfach auch mal neuen Kulturen, neuen Sachen gegenüber, all insgesamt neuen Erfahrungen gegenüber, einfach auch mal sagen, dass das geil ist. Weißt du, wie ich meine? Einfach nice ist, mal was Neues kennenzulernen, nicht davor immer Angst zu haben, sondern einfach das zu enjoyen, so. Zu sagen, geil, es ist jetzt eine neue Situation, neue Challenge, neue Menschen, neue Kultur, neue Religion, was auch immer. So, lern doch davon. Man kann sich eigentlich immer was Positives damit rausziehen, wenn man offen gegenüber gewissen, also eigentlich immer mit einem offenen Mindset durch die Welt laufen, so. Ja, ja.